Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Classic. Wir sind auf dem Rückweg zu unserer Base, denn wie wir in der letzten Folge mitbekommen haben, hat es Boom gemacht. Und ja, nun haben wir es ein bisschen eilig, damit wir wieder an unser Zeug rankommen. Da ist mir auch die Gesundheit des Bootes jetzt relativ egal, deswegen knall ich da jetzt mit Vollgas an die Küste. Okay, das Boot geht nicht kaputt, wie ich es erwartet habe, aber egal. Eine Sprintfähigkeit wäre jetzt nicht schlecht. Aber diese Schnitzel hier, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Die müssen wir mitnehmen. Naja. Notfalls verlieren wir alles, was wir gesammelt haben. Aber das macht ja nichts. So. Okay, wir sind so gut wie da. Die Kuh kann da weiter muhen. Na komm, keine Zeit für Trödeln. 5 Minuten, sobald der Chunk aktiv ist. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Na komm. Gib mal Vollgas. Das Holz brodelt hier immer noch wunderbar vor sich hin. Das kann es gerne machen. So, und jetzt geht es nur noch abwärts. Ich lasse das ganze Crap hier. Seht ihr, die Texturen habe ich hier auch schon wieder repariert. Nicht mehr solche komischen Kisten. Oh, ich habe das gesamte Eisen mitgeschleppt. Das so clever war. Na komm, runter da. Jetzt hätte ich beinahe die falsche Seite runtergegangen. Dann wären wir runtergeflogen. Dann hätten wir zwar noch eine minimale Chance, uns zu retten, aber bei meinem Glück würden wir dabei sofort draufgehen. Na komm, runter da. Okay, wo müssen wir lang? Hier lang? Okay, da liegen unsere Sachen. Gut. Wow! Ein Glück, dass wir nicht zu viel Damage genommen haben. Der Creeper hat hier unsere gesamte Treppe weggerissen. Also alles, was da drunten liegt, ist weg. Schade drum. Okay, Diamanten haben wir. Die Kohle ist wichtig. Ein Bogen ist wichtig. Okay, wie wir sehen, haben wir schon massiv Verluste erlitten. Ah, da liegt noch was. Okay, wir werden beschossen. Hallo. Ich habe jetzt keine Zeit, mit dir zu spielen. Gleich mal ein Stick gefuttert. Genau, hier ist Spawner 1. Liegt hier noch irgendwo was, das was wir übersehen haben? Also ich habe 2 Stacks Kohle, 8 Diamanten, eine kaputte Hose, ein angeschlagenes Schwert. Sollen wir dann noch da ganz unten mal gucken? Au. Okay, hier liegt der Rest. Gut. Aber das war bei weitem nicht alles. Ich glaube, das große Problem am Anfang war halt die Orientierung, dass die uns da abhanden gekommen ist. Sonst wäre das mit dem Creeper höchstwahrscheinlich nicht passiert. Aber Glück im Unglück, wir haben so gut wie alles wieder zurück. Ich habe mal aufs Schwert gewechselt. Falls noch jemand hier ist, der Stress mit uns sucht. Weißt du, ich wollte eigentlich nur... Hoppala. Hier hoch. Wo ist denn meine Treppe wieder hin? Wo ist meine Treppe? Na komm schon. So wirr ist der Weg hier auch wieder nicht. Ich glaube, ich muss mich hier irgendwo hochstecken. Ich habe beide Stacks mit. Gut. Mossy Cobblestone. Ach, da drüben ist er. So. Hier sollte irgendjemand mal ausleuchten. Ich glaube, der Creeper kam bestimmt von hier. Okay, noch ein bisschen Eisen. Das können wir gerne mitnehmen. Und das müssen wir dann bei Gelegenheit alles erforschen. Ja klar, jetzt falle ich mit allem, was ich habe, in Lava. Bestimmt. Das würde ich mir auch noch zutrauen. Ich glaube, die Überreste der Rüstung, die abgenutzte Spitzhacke, kann ich alles ins Grab reinpacken. Dann passt alles.
Okay, wo sind meine Spawner hier? Hier oben sind sie, oder? Gut, wenn ich die Kohle hier schon sehe, dann nehmen wir sie auch gleich mit. Ignorieren mal den Zombie. Ja. Gut. Ich muss zugeben, dass mich diese Monstergeräusche doch ein bisschen nervös machen. Okay, gut so. Ich kann euch hier mal eine Fackel hinhängen. Ach, da sind sie auf der 4. Nicht hier hin. Hier hin. Dann seht ihr auch ein bisschen was. Gut, dann müssen wir nur noch überlegen, was wir alles mit nach Hause nehmen. Waren gleich nochmal die Spawner, aber die wollte ich mir jetzt nochmal anschauen, da drüben. Hier. Weißt du, da willst du nur die Kisten zeigen, da passiert sowas. Okay, ich kann mir hier eine anständige Treppe runterbauen. Vielleicht mache ich mir noch richtige Treppen. Wo habe ich meine... Da habe ich meine Workbench. Supi. Verarbeite ich von mir aus so gut wie einen gesamten Stack dazu. Also zu Treppen. Okay, und jetzt kommen wir hier auch wieder sicher raus. So muss das sein. Ach, da oben ist er. Okay. Wenn er es drauf anlegt, dann kann er gerne ein paar Schläge kassieren. Ist jetzt nicht so toll. Wie ist der da? Zerlegst du eine Treppe, die aus 6 Dingern besteht, aus 6 Kobbeln. Jetzt bekommst du raus ein Kobbel. Cool. Okay, jetzt müssen wir den restlichen Ausgang finden. Ah, das ist doch direkt irgendwo hier. Hier rüber und da ist der Ausgang. Gut. Da können wir es doch ein bisschen... ausbauen. Hoppala. So rum. Dann findet man die Treppe auch relativ zügig. Und da drüben ist Eisen. Wer hätte das gedacht? Aber ein ordentliches Treppensystem gehört schon dazu. Aus diesem Grund baue ich hier alles ein bisschen aus. Das soll ja nicht aussehen wie bei den Hottentotten hier und ich komme die Treppe nicht hoch, weil ich hier ein paar Steine über dem Kopf habe. Natürlich, wie sollte es denn anders sein? Okay. Wunderbar. Und dann machen wir das Ganze hier so zu, damit da keiner runterfällt. Vielleicht ziehen wir auch hier runter eine Treppe oder so in der Art. Gut, Treppen haben wir momentan genug, also why not? Why not, hat er gesagt. Ein bisschen mehr Licht würde hier nicht schaden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Naja, das passt soweit. Weil dann machen wir uns mal langsam auf den Heimweg. Vielleicht kommen wir irgendwann hier wieder hierhin zurück, wenn wir eventuell eine Monsterfalle bzw. einen XP-Generator, sobald es XP gibt, hier bauen wollen. Wer weiß das schon. Aber jetzt möchte ich in die alte gute Heimat.
Gut, was von dem Zeug nehmen wir mit? Grabbeilagen? Beigaben. Wieso sag ich die ganze Zeit Beilagen? Okay, das Eisen nehmen wir definitiv mit. Einen Wassereimer können wir hier lassen. Die ganze Kohle müssen wir ja mitschleppen. Die Erde würde ich auch gerne irgendwie mitnehmen. Ich habe irgendwas gehört. Ich bin mir nicht sicher, was. Vielleicht meine Einbildung. Die ist besonders laut. Redstone lassen wir hier. Gut. Die Axt kommt auch mit ins Grab. Gunpowder können wir hier lassen. Gut, damit haben wir schon... Was raschelt denn hier so? Höchstwahrscheinlich das Feuer da draußen. Die Schnitzel würde ich auch gerne alle mitnehmen. Federn kann man hier lassen. Die Steine darf man gerne hier auffüllen. Okay, wir haben offiziell einen Lava-Eimer verloren. Das Eisen kann man hier zusammenstecken. Ich versuche hier gerade nur mein Inventar ein bisschen zu ordnen, damit man ungefähr sieht, womit wir hier rausgehen. Flint lasse ich hier. Okay. Gravel kann ich hier lassen, den brauche ich nicht. Dafür nehme ich halt lieber die Erde mit. Dann haben wir Platz für 1, 2, 3, 3 Schnitzel. Das ist sonst noch etwas, was ich hier lassen möchte. Das Holz würde ich gerne mitnehmen. Anstelle der einzelnen Kohle hier. Dann kann ich den Stick hier noch mitschleppen. Dann war's das halt. 2 Eisenohr kann ich auch hier lassen. Auf die kommt es ja nun wirklich nicht an. Und dann machen wir uns auf den Heimweg. Wenn es gerade dunkel wird. Natürlich. Gut, riskieren wir es. Wir haben es hier geschafft. Da sollten wir es auch so nach Hause schaffen. Da lauert uns schon der erste Creeper im dichten Wald auf. Explodiert er einfach, aber hey. Wenn es ihm Spaß macht, why not? Vielleicht sollte ich unterwegs mal irgendwie eine Fackel hinhängen. Damit ihr auch was seht, wo die Reise hingeht. Und hier gelegentlich auch nachts weniger Monster spawnen. Okay, 2 Spinnen. Mit 2 Spinnen komme ich klar. Gut. Könnte ich hier eine Fackel hinhängen? Ach, den Zombie verprügeln wir noch schnell. Der ist ein bisschen... Oh. Gut, soweit. Hängen wir hier noch eine Fackel hin. Dann ist der Rückweg auch ein bisschen beleuchtet und das ist hier nicht so ganz koscher. Gut, zum Glück wissen wir hier, wo es nach Hause geht. Wohin? Wo lang? In welcher Richtung? Nämlich dort drin. Ob die Monster alle noch da sind, die wir abgehängt haben? Ich hoffe mal nicht. Und ich hoffe, dass sich die Zombie-Parade vor meiner Haustür aufgelöst hat. Sonst kommen wir nämlich nicht ins Haus rein. Das wäre irgendwie doof. In der nächsten Folge können wir schon mal das Grab ausheben. Okay, das Boot ist ganz geblieben. Das können wir hier gerne mit deiner Fackel markieren, dass es hier steht. Vielleicht sollten wir hier irgendwie einen Umweg laufen. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das hier der beste Weg ist, den ich hier gerade lang gehe. Wir müssen ja nur zur Schnittkante. Nur, hat er gesagt, ne? Es ist ein langer Weg noch bis nach Hause.
An die größeren Bäume kann man gerne eine Fackel hinhängen. Da vorne ist Licht. Hier drüben ist unser Schutzbunker aus Episode Schlag mich tot. Das passt dann schon soweit. Whip. Au. Okay, hier sind wir von der Schnittkante runter. Da müssen wir quasi nur darüber schwimmen. Achso, da habe ich mir eine Höhle markiert. Genau. So war das. Ich habe mich schon gewundert, was das für Fackeln sind und was die dort machen. Und warum die da im Rudel unterwegs sind. Jetzt wissen wir es. Nee, das sind nur Blümchen. Und ich sehe schon mein Haus von hier aus. Ich glaube, auf dem Weg dorthin verprügeln wir noch was. Nein, 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 nein. Nein! Oh. Na komm, da kommt gleich die Spinne und will auch Stress. Nicht mit mir, heute nicht. Die ganzen Creeper-Löcher werden wir auch noch alle reparieren müssen. Oh, oh. Hallo. Ich hoffe, du kannst nicht schwimmen. Hallo. Okay, du schwimmst genauso schnell wie ich. Aber im Wasser hast du keine Chance gegen mich, mein Freund. Und dort lauert gleich die nächste Spinne auf uns. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ob wir es jetzt noch ungesehen nach Hause schaffen. Nee, die Spinne hat uns gesehen. Die schalten wir direkt aus. Weil einen Verfolger brauchen wir nicht. Auf Verfolger können wir gerne verzichten. Ah, das ist die Kakteenfarm, die von einem Skelett bewacht wird. Okay. Au. Au. Hm, der droppt nichts. Oh. Ich nehme den längeren Weg. Überredet. Hallo, Zombie. Na, wie geht's dir so? Und wir sind daheim. Home sweet home. Schade, dass es einen Zwischenfall bei der Expedition gab. Auf diesen Zwischenfall hätte ich so gerne verzichtet. Aber wenn es halt nicht geht, ne, dann geht's halt nicht. Okay, das Eisen können wir mal gleich schmelzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir füllen gleich mal auf Maximum auf. 2 Kohle reichen auch vollkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja, aber zumindest können wir jetzt wieder am Haus weiterarbeiten. Die Kohle wird eine Zeit lang vorhalten. Hm. Steck mal sie einfach mal hier rein. Das wird dann auch irgendwie passen. So. Steine ablegen. Treppen. Das überflüssige Holz. Weil zu viel Holz brauchen wir auch nicht mitschleppen. Die Erde kommt hier rein. Kakteen können wir auch gerne wieder einsammeln. Yes, das Night haben wir schon den dritten Stack damit angefangen. Das Essen braten wir irgendwann anders. Aber schön, wenn man einfach mal so 4 Stacks Schnitzel dabei hat. Okay, dieses ganze Werkzeug hier kommt instant ins Grab rein. So, nicht die Schaufel. Ist die Hose wirklich als einziges von meiner Rüstung übrig geblieben? Na dann GG. Gut, machen wir uns ein paar Kisten. Kisten kann man immer gebrauchen.
1, 2, 3. Die dritte hängen wir erstmal hier hin. Dann benötigen wir ein bisschen Gravel. Ein Schild. Und dann brauche ich noch eine neue Axt. Mache ich mir direkt zwei. Eins und zwei. Den Lava-Eimer muss ich nicht mit mir mitführen. Ja gut. Steine haben wir genug. Massiv Cobblestone haben wir. Und da draußen die ganze Zeit meine Weizenfarm von irgendwelchen Viechern zertrampelt wird, dachte ich mir, ich hau entweder hier hinter die Mauer oder hier hinter die Mauer oder hier hinter die Mauer noch eine Weizenfarm hin. Würde sich anbieten, ne? Dann haben wir zumindest immer frische Brötchen. Wir könnten mal in den Nether gucken, wie es dort aussieht, ob sich da was geändert hat. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, meine Freunde, nee, dass die Folge jetzt schon leider wieder vorbei ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.